Ja, Robotik passt sehr gut zu Bildung allgemein, weil es ein Riesenthema ist heute. Der Hauptgrund ist zunächst mal ganz trivialer. Immer Programmierung ist was Tolles, begeistert, aber wenn sich dann was bewegt am Ende, also das Projekt eigentlich zu irgendeinem erfolgreichen Bewegungsablauf führt, ist es eigentlich sehr motivierend und faszinierend für die Kids, für die Schüler, auch für die Älteren jetzt. Geht bis zur Universität eigentlich, wo man sagen kann, Begeisterung ist da spürbar und der Erfolg sichtbar. Welche Altersstufen sind für Robotik interessant? Gott sei Dank kann ich da auch sagen, es ist ein sehr weites Feld. Bei Grundschule könnte man theoretisch auch anfangen, im Kindergarten ist sicher zu früh, würde ich sagen, weil doch Programmierung reinkommen muss. Es gibt einfache Programmierumgebung, die jetzt auch für Neunjährige verständlich ist. Also man kann also fünfte Klasse locker anfangen dann auch. 12- bis 14-Jährige sind da schon wieder ein bisschen weiter. Für beide gibt es gute Systeme von Lego zum Beispiel mit dem Vdoo, aber auch eben Mindstorm EV3-Programmierung. Ebenso andere Systeme von Fischer Technik oder MakeBlock eben. Auch tolle Systeme. Zunächst mal Bausätze sind da. Das heißt, das Zusammenbauen steht im Vordergrund, kann man auch als Gruppenarbeit machen und später dann die Programmierung eben entsprechend ausführen. Mit kleinen Beispielen beginnen, bis zu komplexen Projekten, wo man etwas mehr Zeit braucht. Also auch das ist möglich. Konrad unterstützt dann auch die Schulen oder Ausbildungen oder auch die Lehrer mit Material. Das ist, wir können Beispiele geben für Kurse, die gemacht werden können. Und die Software ist immer dabei in dem Paket. Das ist jetzt nicht das große Thema. Besonders interessant heutzutage sind natürlich offene Open-Source-Systeme, Programmierung, die jetzt lizenzfrei ist. Das ist, denke ich mal, auch nochmal ein wichtiges Kriterium. Für die Hochschulen ist natürlich auch viel geboten, wenn wir jetzt mal an die Singleboard-Computer denken, die da vielleicht interessanter sind, um wirklich profi-ähnliche Systeme zu kreieren, bis zur Vorbereitung einer Elektronikentwicklung, die jetzt ein Start-up-Unternehmen eine Ausgründung aus der Universität auch machen könnte. Nehmen wir mal Thema Arduino-Welt. Es gibt verschiedene Boards, sind preisgünstig, trotzdem sehr leistungsfähig. Man steckt die einfach auf das zentrale Board drauf und hat dann Sensorik schon dabei. Oder Kommunikationsfähigkeit, auch ein Riesenthema im Zeitalter IoT, Internet der Dinge, Industrie 4.0. Auch das kann man da eben dann elegant miterschlagen. Das heißt, da sind keine Grenzen gesetzt. Und gut, Studenten sind in der Regel dann schon so weit, gerade aus den technischen Studienbereichen, eben sich selbst weiterzuhelfen. Die wissen eigentlich in der Regel, was sie brauchen, sind auch internetmäßig gut vernetzt und wissen, was es gibt. Alles, was neu ist, gibt es natürlich bei Konrad Elektronik, ganz klar. Auch schnell verfügbar, weil da hat man keine Zeit. Ansonsten, ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit kann man sich dann die richtigen Tools und auch die Informationen über Internet besorgen. Erstmal unterstützen wir natürlich die Schulen oder Universitäten dabei. Sie können Fragen stellen an uns. Bei uns ist das immer noch eine sehr persönliche Nummer. Das ist ein erklärtes Produkt. Wir helfen hier auf der Messe speziell bei der Auswahl. Viele kommen her und sagen, wir wissen noch nicht so recht, was soll man denn nehmen? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich die Verfügbarkeit bei Konrad, dass wir die Systeme auch alle lieferbar haben. Entsprechend auch den After-Sales-Service dann auch bei Fragen noch zur Verfügung stehen. Oft kann man auch natürlich auf Foren verweisen, wo Informationen heute ausgetauscht werden oder Beispielprogramme auch. Tutorials sind verfügbar, je nach Hersteller. Und auch da kann man beraten, eigentlich, was nimmt man am besten. Ja, und da gibt es dann eben entsprechend gute Systeme, die leicht verständlich sind. Der offensichtliche Vorteil von digitaler Messwerterfassung
ist kolossale Zeitersparnis. Das war früher eine langwierige Angelegenheit, Messwert für Messwert aufzunehmen, den dann in eine Tabelle zu übertragen, dann die Punkte miteinander zu verbinden. Da war am Ende von einer Unterrichtseinheit für die tatsächliche Auswertung und die Diskussion nur ganz wenig Zeit. Heute ist die Messwerterfassung eine Kleinigkeit und die Diskussion, die nachher entstehen soll, motiviert die Schüler ganz anders. Die fühlen sich sehr viel mehr mitgenommen. Vernier macht seit über 30 Jahren Messtechnik für Schulen. Wir können mit 90 Sensoren so ungefähr alles messen, was man sich vorstellen kann. Das geht von Temperatur bis zu Kaliumionenkonzentration in Flüssigkeiten oder Gaschromatograph haben wir auch. Und das alles zu Preisen, die deutlich unterhalb von industriellen Sensoren und Messtechnik liegen. Also Schulen können sich sowas leisten. Neben den handwerklichen Vorzügen, die so eine Messwerterfassung bietet und der ungeheuren Zeitersparnis, die man da hat, lassen sich Sachen realisieren, die mit herkömmlichen Methoden, mit der Methode von Hand, niemals zu machen wären. So haben wir hier zum Beispiel einen Magnetfeldsensor, der das Magnetfeld in allen drei Achsen vermisst. Und ein Konrad-Mitarbeiter hat diese wunderbare Vorrichtung gebaut, die scannt zeilenweise dieses ganze Magnetfeld. Hier sind die Werte für alle drei Achsen. Diese Werte übergeben wir an ein Programm. Und dieses Programm berechnet uns ein 3D-Bild von dem Magnetfeld dieser zwei entgegengesetzt gepolten Magneten, wie man hier sehen kann. Und dann kriegen wir hier ein Vektorfeld, bei dem man im Gegensatz zu Eisenfeilspänen tatsächlich noch den Wert ablesen kann. Wir können hier feststellen, dass an dieser Stelle wir einen Wert von ungefähr 3 Millitesla haben. Das ist sensationell, ist anders nicht zu machen, geht nur so. Und es integriert Konrad-Technik von einem Arduino über Fischertechnik und Antriebe mit Sensoren integriert, macht Möglichkeiten auf, die sind nicht möglich ohne diese Technik. Das FDM oder auch adaptive Fertigungsverfahren gehört zu den am einfachsten zu bedienenden, ungiftigsten und geräuschlosesten Verfahren, die es auf dem Markt gibt. Das ist sehr beliebt, weil es wirklich total einfach ist. Aktuell sind den Bildungseinrichtungen mit den 3D-Druckern keine Grenzen gesetzt. Das beginnt von Köchen, die mit lebensmittelechten Kunststoff Negativform für Pralinen drucken, bis hin zu Werkzeugmachern, Autoindustrie ganz stark vertreten, bis hin zu ganz einfachen Schulen, die halt dort vielleicht irgendwelche kleinen Projekte damit verwirklichen. Die 3D-Drucker sind im didaktischen Einsatz, zum Beispiel für Messwerterfassung, von großem Vorteil, weil man dort mit den Schülern Experimente aufbauen und durchführen kann. Zum Beispiel Bruchtests von 3D-Druck für Materialfindung, Belastungen, Kraftaufnahme, all diese Punkte lassen sich mit dem 3D-Drucker verwirklichen. Wir haben dort auch das 3D-Druck-Handbuch verfasst, wo das mal aufgegriffen wird, sodass auch die Lehrkräfte dort was an der Hand haben, bis hin zu Schülerprojekten, zum Beispiel ein Design, eine technische Konstruktion, aber auch bis einfach nur zur Hilfestellung für irgendwelche Lehren, dass zum Beispiel Kinder, die vielleicht eingeschränkt sind, leichter am Unterricht teilnehmen können. Das 3D-Druckbuch, das die Mitarbeiter von Konrad verfasst haben, beinhaltet alles, was eine Lehrkraft oder ein Ausbildungsbetrieb braucht, um ihn einmal komplett abzuholen und ins Thema zu bringen. Von der Geschichte bis zu verschiedenen Fertigungsverfahren, Materiallehre, Erstellen der Dateien, Drucken der Dateien bis hin zu Experimenten, wo dann einfach von der Lehrkraft oder der Klasse dann wiederholt oder abgewandelt werden können. Dieses Buch haben wir jetzt auf der Didakta in einer ersten Version vorgestellt. Wir laden die Lehrkräfte, Ausbildungsstätten ein, sich an dem Buch mit zu beteiligen. Sie bekommen es in einer PDF-Form zugeschickt, können dort ihre eigenen Punkte und Kritik mit einbringen. Und so möchten wir das Buch mit den Leuten weiterentwickeln auf Open-Source-Basis.
heutzutage in den Bildungseinrichtungen ist der 3D-Drucker nicht mehr das eigentliche Projekt, sondern ist vielmehr das etablierte Werkzeug wie die Lötstation oder die Handwerkzeuge und ermöglicht so, dass erst Projekte überhaupt realisiert werden können. Der 3D-Druck hat sich in den letzten Jahren zum etablierten Werkzeug gewandelt. Er begleitet zum Beispiel Vorschulkinder, die ihre eigenen Objekte oder Spielsachen 3D-designen, um sie dann hinterher haptisch und physisch zu präsentieren. Des Weiteren wird dann in späteren Schulen oder Ausbildungsstätten kann man damit zum Beispiel den Workflow erlebbar machen, von der Ideenfindung zur Konstruktion, zum Ausdrucken, also zum adaptiven Fertigen, bis hin zum Revidieren, bis hin zum Prototype Repeteering, um dort einfach den Entwicklungsprozess auch erlebbar zu machen.